Mein Name ist Igor Tadic. Ich bin hier an der KKT der wissenschaftliche Mitarbeiter von Elmar Nass, also von dem Professor, der eben gesprochen hat und die Zeit ein wenig überzogen hat. Aber gut, aber gut. Wir haben, es ist vorgesehen, dass wir um 11 Uhr, dass Sie Kaffee trinken gehen können. Je nachdem, wie es hier abläuft, gehen wir folgendermaßen vor. Wir werden auch ein wenig überziehen. Um 11.30 Uhr ist der nächste Punkt. Die Frau Professorin wird einen Vortrag von ca. 30 Minuten halten und danach gibt es die Möglichkeit, Rückfragen zu stellen. Da die Herren von EWTN das Ganze hier aufnehmen, gibt es zwei Mikros bei mir und bei ihr, hier so die Ansteckpeile. Und diese Mikros sind für die Fragen im Plenum. Das heißt, wenn Sie nachher eine Frage stellen, bitte aufstehen, deutlich und wenn es geht, ich weiß, das wird eine Herausforderung für uns alle sein, sich versuchen, kurz zu fassen bei der Frage. Ja? Okay, ich stelle die Frau Professorin kurz vor und dann können wir loslegen. Also wir sind sehr dankbar, dass Frau Professorin Gerl Falkowitz, eine der namhaftesten, profiliertesten Religionsphilosophinnen, bei uns sein kann. Geboren 1945 in der Oberpfalz, Studium der Philosophie, Neurengermanistik und politischen Wissenschaften in München und Heidelberg, Promotion an der LMU, 79 Habilitation in München, zahlreiche Veröffentlichungen, viele Wirkungsstätten, Forschungsschwerpunkten, Religionsphilosophie der Moderne, zeitgenössische Phänomenologie, theologische Grundlagen der Neuzeit sowie die Anthropologie der Geschlechter. Man kann sich jetzt fragen, wenn man jetzt nicht im Theologischen involviert ist, was denn die Philosophie mit der Theologie zu tun hat. Kriegt sie noch Anerkennung? Im Jahre 2021 erhielt sie die höchste theologische Auszeichnung, nämlich den Josef-Ratzinger-Preis. Und im Jahre darauf hat ihr Papst Franziskus den päpstlichen Orden verliehen. Frau Professorin, vielen Dank, dass Sie da sein können. Ihnen ist das Wort. Wir sind sehr gespannt auf Ihren Vortrag. Vielen Dank, Herr Zadic. Meine Damen und Herren, ich bemühe mich, Sie hören, ich bin erkältet. Ich weiß nicht, ich hoffe, dass Sie gesund den Raum verlassen, aber bin ich gut hörbar, auch im Rückwärtsteil? Sie müssen sich melden, ja, ich halte schon durch, es wird schon gehen. Wunderbar, wir haben ein unglaubliches Thema, wir gehen auch sehr genau hinein. Ich freue mich auf Ihre Fragen. Das ist unerschöpfbar, was wir heute tun, aber Josef Ratzinger, Papst Benedikt, hat hier schon einige Wegweisungen gegeben und ich möchte Ihnen die maßgebliche vorstellen. Sie stammt aus dem Jahr 2004, dazu werde ich noch was sagen, das sind jetzt genau 20 Jahre her. Mittlerweile hat sich viel getan, wir werden auch die Verschiebung ein wenig beleuchten. Es ist aber auch so, dass ihm von anderen Autoren mittlerweile Recht gegeben wird, nicht direkt ihm, sondern den Thesen, die er vertreten hat. Es bildet sich mittlerweile ein sehr kritisches Feld, auch zur Gendertheorie, ja, obwohl wir meistens nur die zustimmende Seite kennenlernen, aber die Kritik wächst. Und manches hat Ratzinger auch vorweggenommen an dieser Kritik, das möchte ich noch zeigen. Aufgebaut ist es folgendermaßen, ich erläutere das Stichwort Ökologie des Menschen und dann gehen wir in dieses Schreiben von 2004 im Auftrag von Johannes Paul II., den er auch zitiert, an die Bischöfe der katholischen Welt, das sind Sie jetzt hier, über die Zusammenarbeit von Mann und Frau in der Kirche und in der Welt. Das ist also ein bischöfliches Schreiben, das meines Wissens, bevor ich nicht das Thema erhielt, habe ich das gar nicht gewusst, wahrscheinlich irgendwo wieder versackt ist. Ja, deswegen ist es notwendig, dass man das wieder rausholt. Es ist also nicht an die Weltgemeinschaft gegangen, sondern nur an die Bischöfe. Das wird jetzt aber ergänzt durch Arbeiten zur Ökologie des Menschen. Die sind schon in den 90er Jahren in München, also 70er Jahren in München, dann 90er Jahren auch in Rom entstanden. Und auch das Schreiben über die Würde der Frau, Mulieres Dignitatem von Johannes Paul, ist natürlich
von der Handschrift Ratzingers auch gekennzeichnet. Ich werde ein paar Mal darauf verweisen. Wir haben einen breiten Stoff. Ich freue mich sehr, dass Sie zuhören. Wir werden sehen. Ich werde Ihnen noch was sagen. Wir verstummen immer im eigenen christlichen Haus. Ja. Wir haben die Angst vor einem prämodernen binnenkatholischen Denken. Darf ich das nochmal wiederholen? Die Angst vor einem prämodernen binnenkatholischen Denken, die muss man sich abgewöhnen. Wir sind nicht nur binnenkatholisch. Ja. Das ist genau die Defensive. Die Defensive ist immer nur die zweitbeste Option. Es geht darum, mal dieses Binnenkatholische zu verlassen. Und das wollen wir jetzt mal tun. Und bestimmte Dinge in Erinnerung rufen, die allgemein thesenhaft zu formulieren sind und die sehr deutlich auch argumentativ zu halten sind. Ja, das ist der Vorteil. Also wir bewegen uns jetzt bitte nicht im defensiven Raum. Erster Satz. Also nach wie vor gut verstehbar. Okay. Erster Satz. Klassischer Satz, Motto. Wird noch nicht erläutert, erläutert sich am Schluss. Caro, cardo, salutis. Das Fleisch ist der Angelpunkt des Heils. Ein klassischer Satz der alten Kirche, stammt von Tertullian. Caro, cardo, das Fleisch ist Angelpunkt. Es ist auch Angelpunkt unserer heutigen Kultur. Und damit fangen wir an. In der Berliner Rede, September 2011, verwies Papst Benedikt auf die Ökologie des Menschen, genau genommen auf Natur und Vernunft, die ausdrücklich in den Menschenrechten verankert sind. Es fiel das Wort von der wahren Freiheit im Unterschied zur Autonomie. Wodurch ist Freiheit definiert? Durch Natur, Geist und Wille des Menschen. Das heißt, wir haben Natur als eine Vorgabe, wir haben Geist als die menschliche Komponente und letztlich den Willen als unsere individuelle Komponente. Ja? Ich will, jemand anderer will anderes. So. Also nochmal. Freiheit wird definiert durch Natur, etwas, was mir gegeben ist, habe ich noch zunächst mal keinen Einfluss. Geist, eine rationale Qualität. Und Wille, da wäre ich als Individuum jetzt drin. Also ich will oder will auch nicht. Also Freiheit, das ist schon mal ein wichtiger Trias, bitte. Freiheit definiert sich eben dadurch. Der entscheidende Passus in dieser Berliner Rede: Auch der Mensch hat eine Natur, die er achten muss, die er nicht beliebig manipulieren kann. Der Mensch ist nicht nur sich selbst machende Freiheit. Der Mensch macht sich nicht selbst. Er ist Geist und Wille, aber er ist auch Natur. Und sein Wille ist dann recht, wenn er auf die Natur hört, sie achtet und sich annimmt als der, der er ist und sich nicht selbst gemacht hat. Gerade so und nur so vollzieht sich wahre menschliche Freiheit. Wir haben jetzt ein Zusammenspiel, natürlich, also zwischen Vorgabe, an der ich nicht ändern kann. Ich bin erstmal da. Das ist ein Fixum, Datum Fixum. Dazu gehört aber jetzt natürlich, übrigens auch als Vorgabe, sowas wie eine Form von Zuarbeit. Arbeite ich meiner eigenen Vorgabe zu? Revidiere ich sie? Kritisiere ich sie? Ja, also jetzt kommt natürlich über den Willen ein neues Moment in diese Naturhaftigkeit. Die Rede bewegt sich auf klassischem europäischen Boden. Das war immer ein Vorteil, den Ratzinger genutzt hat. Das ging gestern Abend schon in der Rede einigermaßen hervor. Der Vorteil von ihm war wirklich, dass er diese klassische Theorie beherrscht hat. Also von den Griechen über das Mittelalter bis zur Neuzeit. Er stützt sich sehr auf die Griechen. Das hat ihm auch Kritik eingebracht. Aber zunächst mal, ganz großer klassischer europäischer Boden. Er argumentiert nicht einzig vom Christentum her. Immer auch von den Griechen. So, wir stehen jetzt vor der Frage heute, dieser Zusammenhang der Natur mit dem Menschen ist unklar geworden. Ist es sinnvoll, zwischen Mann und Frau zu unterscheiden? Sind wir am Ende einer geschichtlichen Entfaltung, wo es als größere Gerechtigkeit verstanden ist, Personen als neutrale Menschen zu behandeln? Das tut das Gesetz. Im Recht sind wir neutrale Personen, ja, klar. Oder auch nicht. Können, wenn wir dieses Modell nehmen, nicht
Unter- und Überordnungen verschwinden, die über das Geschlecht tradiert sind. Auch das ist nicht zu leugnen. Selbstverständlich sind über das Geschlecht unterschiedliche Behandlungen tradiert, in verschiedenen juristischen Systemen sogar bis heute sehr deutlich. Sind auch bisher randständige Formen geschlechtlicher Praxis zugunsten sexueller Vielfalt gesellschaftlich und juristisch zuzulassen? Diese Frage behandeln wir heute nicht. Also die Frage geschlechtliche Praxis und sexuelle Vielfalt, die sparen wir aus, die steht aber natürlich am Horizont. Aber am Horizont steht die fließende Identität. Ist Identität überhaupt ein hilfreicher Begriff? Ist er nicht versteckt normativ? Müssen wir nicht ein Fließen, eine fluide Identität, wenn überhaupt das Wort nicht wichtig ist, ein fluides Dasein fordern? Das geht heute bis zu transhumanistischen Visionen, lassen wir auch am Ende und lassen wir am Rande. Aber um das nochmal von der Seite her abzugrenzen, die westliche Kultur vertritt Aufklärung bisher durch Vernunft. Das Schwierige, dass das auch am Ende angekommen ist. Wir argumentieren nicht mehr einfach vernünftig. Naturwissenschaft arbeitet mit Experiment, das ist wiederholbar, mit Erkenntnissen. Aber in einer leidenschaftlich geführten Auseinandersetzung hat Naturwissenschaft keinen Raum mehr. Individuelle Autonomie widerstrebt solchen Aussagen. Das heißt, wir sind in einem freien Feld von Optionen. Sehr schwierig. Gendertheorie hat bisher eine Kampfhaltung gegen naturwissenschaftliche Aussagen zum Thema Mann und Frau. Das hat sich sogar verstärkt. Das ist ein völlig neues Phänomen. Also bisher war ja Naturwissenschaft auch in ihrer Aussage eigentlich eine unerschütterliche Position. Aber Soziologie und vor allem der Gedanke der individuellen Autonomie lässt Naturwissenschaften eigentlich keinen Raum. Ja, wir gehen jetzt in Folgendes. Wir gehen in die Denkwege Josef Ratzingers. Nochmal, vor 20 Jahren. Ich erlaube mir auch einen zeitgenössischen Kommentar zu manchen dieser Gedanken und ergänze sie auch durch genderkritische Stimmen. Wir haben heute einen Diskursraum, der keineswegs mehr nur einheitlich ist, bitte. Ja? Gendertheorie ist nicht schlechthin, beherrscht nicht einfach das Feld, das stimmt gar nicht. Da sollte man sich gar nicht ins Boxhorn jagen lassen. Ich werde ein paar Namen nennen, die da ganz anders arbeiten. Also wir bewegen uns nicht binnenkatholisch, bitte. Wir bewegen uns auf klassischem europäischem Boden und gehen zunächst zum Schreiben von 2004. Und der zweite Gedanke jetzt, die Geschlechterfrage heute, vor 20 Jahren. Zwei Tendenzen, eine Wurzel. Zitiere erst. Die Analyse arbeitet zwei kulturelle Strömungen heraus, die sich gegenseitig verstärken. Erstes Zitat. Eine erste Tendenz unterstreicht stark den Zustand der Unterordnung der Frau, um eine Haltung des Protestes hervorzurufen. So macht sich die Frau zum Gegner des Mannes. Auf die Missbräuche der Macht antwortet sie mit einer Strategie des Strebens nach Macht. Dieser Prozess führt zu einer Rivalität der Geschlechter, bei der die Identität und die Rolle des einen zum Nachteil des anderen gereichen. Also es gibt so eine Art Entweder-Oder. Die Folge ist eine Verwirrung in der Anthropologie. Die unheilsvollste Auswirkung ist in der Struktur der Familie. Das ist die erste Tendenz. Die ist sehr klug, die wird auch bis heute gefahren. Frauen sind untergeordnet, per Natur. Bis in die neuesten, auch kirchlichen Verlautbarungen, ist diese Unterordnungstheorie sehr mächtig. Also gerade in der Frage der Machtübernahme von Frauen ist die völlig, völlig präsent. Endlich die Frauen an die Macht, auch innerkirchlich. Die zweite Tendenz scheint gegenläufig, ist aber natürlich daran gekoppelt, Ratzinger, um die Überlegenheit des einen oder anderen Geschlechtes zu vermeiden, neigt man dazu, die Unterschiede zu beseitigen. Sie als bloße Auswirkungen einer historisch-kulturellen Gegebenheit zu betrachten. Dabei wird das Geschlecht auf ein Minimum reduziert, während die streng kulturelle Dimension Gender in höchstem Maß herausgestrichen und für vorrangig gehalten wird. Die Verschleierung der Dualität der Geschlechter bringt gewaltige Auswirkungen mit sich.
Diese Anthropologie will die Perspektiven für die Gleichberechtigung, wir sind noch mal in der juristischen Ebene, die Perspektiven für die Gleichberechtigung der Frau fördern, sie damit von jedem biologischen Determinismus befreien. In Wirklichkeit inspiriert sie Ideologien, zum Beispiel die Infragestellung der Familie, zu der naturgemäß Vater und Mutter gehören, die Gleichstellung der Homosexualität mit der Heterosexualität sowie ein neues Modell polymorpher Sexualität. Das ist schon vor 20 Jahren so geschrieben. Ich kommentiere diese Passagen. Der Text ist im Internet abrufbar, also Schreiben an die Bischöfe 2004. Vor 20 Jahren geschrieben, hat der Text seine Aktualität bis heute gesteigert. Interessanterweise ging man vom klassisch-feministischen Thema der unterdrückten Frau zu einer unscharfen Polemik über. Die unterdrückte Frau geistert schon, ja, die ist schon präsent. Aber das eigentliche Motiv ist nicht mehr die Frage der Beseitigung von Unterdrückung, sondern weit unterschwelliger und viel effektiver gibt es überhaupt Frauen und Männer. Viel, viel intensiver. Das ist die eigentliche Kampffront. Frau und Mannsein wird nur noch an einen individuellen Selbstentwurf gebunden. Fremdbestimmungen sind auszuschalten. Die Stadien dieser Entwicklung sind sehr interessant. Ich will mal kurz noch in die 70er Jahre zurückgreifen. Da begann es mit einer feministischen Bibelauslegung, die habe ich noch voll drauf. Die hat wahlweise mit Paulus oder gegen Paulus gearbeitet. Paulus war immer prima. Also Paulus kann man in jeder Richtung brauchen. Es war immer schwierig. Also kaum hat man sich mit ihm angefreundet, kam dann wieder der Gegenschuss. Also es war schwierig. Also gut, das war das eine. Dann kam die Faszination, das muss man auch wissen. Also 80er Jahre waren wir beschäftigt, jetzt Frauen. Faszination durch mittelalterliche neue Theoretikerinnen des Christentums. Hildegard von Bingen begann ihren Siegeszug, Teresa von Avila etc. Aber was interessant war, sie waren immer nur Ausnahmen im Unterdrückungsnarrativ. Das war auch interessant. Also man hat jede Menge Frauen zutage gefördert, aber sie waren immer die Ausnahmen. Auch das ist eine Form, irgendwas zu verschleiern. Ja? Man kann ganze Bücher schreiben, ich könnte sie Ihnen nennen, aber das sind immer nur die Ausnahmen. Also statt da mal zu fragen, also wie kann das denn sein in diesem geschmähten Mittelalter, also schon Helfta, ja, ist eine unglaubliche Oase, also der mittelalterlichen Frauenmystik, ja, aber immer nur die Ausnahme. Okay, gut. Jetzt kommt aber ein interessanter Punkt. Ich will Ihnen das mal auf. Die Geschichte ist nicht einhellig, ja, und sie wird auch gar nicht einhellig weitergehen. Wir haben auch Chancen, da weiterzukommen. Die nächste Welle hieß feministische Differenztheorie. Also wir haben auch einen Differenzfeminismus. Luce Irigaray ist eine dieser Stimmen, damals gegen Judith Butler. Und die hat sehr viele hinter sich. Auch hochinteressant, vielleicht kommt das wieder. Frauen leben in einer anderen Welt als Männer. Sehr deutlich, vielleicht ist Ihnen das gar nicht mehr klar. Wir leben heute in einer solchen Verschleifung. Aber damals war fast eine These, Frauensprache, Männersprache, zwei Sprachen, die verstehen Sie einfach von Grund auf nicht. Ja. Deswegen hat damals begonnen, auch die Frage der Sexualität zwischen Mann und Frau ist ja von vornherein voll daneben. Also, da sie sich beide sowieso nicht verstehen. Luce Irigaray ist eine französische Theoretikerin. Achten Sie mal drauf, wie viele Stadien diese Überlegung schon hat. Gut, schroffe Abgrenzung gegenüber der männlichen Erfahrungswelt. Bin gleich durch. Mit Butler wird nun alles bisherige fortgeschwemmt. Also diese vorherigen Stationen sind nun weg. Im Moment dominiert die konstruktivistische Rollentheorie. Biologie ist gleichgültig, die wird nicht ganz geleugnet, das kann man ja nicht. Aber psychische Merkmale, psychologische Merkmale vor allem und dann auch die Frage der autonomen Durchsetzung sind jetzt neue Merkmale. Individueller Wille zum Selbstentwurf. Soziologie übertrumpft nun Naturwissenschaften. Damit aber einhergehend, jetzt sind wir an der Spitze der Entwicklung, kommen dann zurück zum Papst. Abkoppelung des Frauseins von Schwangerschaft, Geburt und Familie. Das ist heute sehr, sehr, sehr vorrangig. Ich wiederhole das. Abkoppelung des Frauseins von Schwangerschaft, Geburt, Familie. Die Stilllegung weiblicher Fruchtbarkeit. Das ist sehr weitgehend. Und zwar gerade, weil sich da eine der primären Merkmale ja zeigt. Also weibliche Fruchtbarkeit, wenn sie überhaupt erwähnt wird,
dann in der Signatur einer bloß naturhaften Vorgabe, aber sie hat keine Bedeutung. Sie hat gesellschaftlich, auch für das Selbstverständnis der Frau, keine Bedeutung. Das heißt, jetzt kommt der schöne Ausdruck, sie ist eine Eigenschaft am Frausein. Natürlich können Frauen gebären, eine Eigenschaft, aber sie ist nicht wesentlich. Ja? Also alle Wesensbestimmungen, die mit Fruchtbarkeit zu tun haben, gelten nicht. Ja, ich mache das jetzt etwas kürzer. Das heißt, wir haben jetzt heute eine neue Gipfelung und danach kann es jetzt nicht mehr sehr viel weitergehen. Also da müssen jetzt genau noch die Weichen gedreht werden. Wir haben heute die sogenannte Geschlechtsangleichung, sie heißt nicht mehr Geschlechtsumwandlung. Damit haben Sie schon eine sprachliche, soll man sagen, also wieder Vertuschung. Wir gleichen an. Umwandlung würde heißen, ich gehe von einer auf die andere Seite. Angleichung heißt irgendwie was ganz Sanftes. Ja, durch OP, durch Hormone, durch Medizintechnik. So. Wer darüber lesen will, abschließend nochmal die US-Autorin, die das kritisch herausarbeitete, heißt heute Abigail Favale, so wie man sie spricht, F-A-V-A-L-A. Im Juni kommt bei Herder ihr Buch raus, Die geleugnete Natur. War selber jahrelang Gender-Theoretikerin an allen möglichen Unis, hat ein unglaublich interessantes Buch geschrieben, ist jetzt übersetzt. Die inneren Widersprüche, auch die inneren Tendenzen, also Abigail Favale, die geleugnete Natur. Zurück zum Papst. Jetzt sind wir, also wir sind an der gegenwärtigen Stelle, ist es tatsächlich so, dass die Fruchtbarkeit der Frau nicht mehr, gilt nicht mehr als Merkmal. Das kann gar nicht mehr sein. Also entweder lagert man das aus an andere, dann kommen alle diese Techniken der Fremdbefruchtung und so fort. Aber die Fruchtbarkeit, also die letzte, sozusagen letzte unwiderlegliche Position, die wird heute, entweder wird sie nicht vollzogen oder nicht gewünscht, oder sie wird ja nochmal, sie wird ausgelagert. Andere Frauen besorgen das für mich. Zurück zum damaligen Schreiben. Die unmittelbare Wurzel der genannten Tendenz zur autonomen Geschlechtsbestimmung findet sich im Kontext der Frauenfrage. Ihr tiefste Begründung ist der Versuch nach Befreiung von den eigenen biologischen Gegebenheiten. Gemäß dieser Perspektive hat die menschliche Natur keine Merkmale, die sich ihr absolut auferlegen müssten. Jede Person könnte, müsste sich nach eigenem Gutdünken formen, weil sie von jeder Vorausbestimmung aufgrund ihrer Wesenskonstitution frei wäre. Also Freiheit als das eigentliche Kennzeichen von Personalität. Wir hatten vorher Natur, jetzt muss ich wirklich überlegen, Natur, Geist, also Argumentationsqualität im Rationalen und dann auch den Willen. Hier, was die Freiheit ausmacht, hier ist Freiheit im Grunde genommen eine Freiheit von Natur, vollständig. Also Natur ist genau das Abzulegende. Daraus folgen jetzt religiöse Veränderungen, die sind heute greifbar. In den Jahr 2004 weniger, vielfältige Auswirkungen. Zum einen wird die Meinung bekräftigt, die Befreiung der Frau bringe eine Kritik an der Heiligen Schrift mit sich. Sie überliefere ein patriarchalisches Verständnis von Gott. Es werde genährt von einer wesentlich männlichen Kultur. Zum anderen ist es dieser gemäß, die Tendenz gemäß unwichtig, bedeutungslos, dass der Sohn Gottes die menschliche Natur als Mann angenommen hat. Ende des Zitates. Die letzte Position ist deutlich von Bischöfen auf dem synodalen Weg vertreten worden. Ist vollständig gleichgültig. Heute würde er als Frau kommen. O-Ton. Das heißt, mit dieser Vergleichgültigung des Geschlechts. Interessanterweise bleibt man trotzdem in der Bipolarität. Ich meine, er hätte als irgendwas kommen können, aber immerhin, man hat immer noch Frauenmann so als Grundmuster. So, wir bleiben mal dabei, bitte. Wir haben also in diesen Tendenzen noch einmal die Befreiung von der Biologie, das ist die eine Seite, die Befreiung auch von der biblischen Patriarchalik, die muss ganz heftig vorangetrieben werden und vor allem auch die Frage nach der Bedeutung übrigens der Männlichkeit Jesu, die ist heute auch sehr stark gestellt. Gut. Ich habe jetzt bisher referiert, jetzt kommt als dritter Gedanke die Gegenposition, die Josef Ratzinger entwickelt, biblische Anthropologie.
Und damit kommen wir auch zur spezifischen Aussage über die Frau. Das wird der vierte Punkt. Aber den dritten möchte ich noch mal allgemein formulieren. Angesichts dieser Denkströmungen spricht die Kirche erleuchtet vom Glauben an Jesus Christus, von aktiver Zusammenarbeit von Mann und Frau bei ausdrücklicher Anerkennung ihrer Verschiedenheit. Jetzt haben wir also zwei Positionen. Verschiedenheit als Vorgabe und die Frage einer Zusammenarbeit. Ja, also nicht die Einebnung durch Nichtunterscheidung, sondern die Unterscheidung in der Frage der Zusammenarbeit. Hier kommt ein schönes exegetisches Stück. Der Papst interpretiert die Genesis, die heute auch umgeschrieben wurde, wird ein sehr schönes Stück, das empfehle ich auch mal zu lesen. Da zeigt sich wieder die Qualität des Exegeten. Die Genesis zeigt den Menschen differenziert. Ich hebe nur einen Gedanken heraus. Adam ist durch die Erfahrung der Einsamkeit ausdrücklich belastet. Erst in Eva findet er ein ihm entsprechendes lebendes Wesen. Ich zitiere, die Frau ist ein anderes Ich im gemeinsamen Menschsein. Von Anfang an erscheinen Frau und Mann als Einheit von Zweien. Das bedeutet die Überwindung der ursprünglichen Einsamkeit, in welcher der Mensch keine Hilfe fand, die ihm entsprach. Also das ist ja schon dieser schöne Genesis-Bericht, wo Adam mit den Tieren erstmal versucht zu kommunizieren. Und dann kommt die Erlösung von der Einsamkeit. Und zwar natürlich in dem Sinne, jetzt kommt der schöne Ausdruck, die vitale Verschiedenheit ist grundlegend für vitale Gemeinsamkeit. Sehr gut. Die vitale Verschiedenheit ist grundlegend für vitale Gemeinsamkeit. Wir doppeln also nicht das Menschsein, weil es jetzt zwei ziemlich gleiche Menschen gibt. Ich darf einen Satz von Jörg Splett zitieren, der mir immer gefallen hat. Wo zwei dasselbe tun, ist einer überflüssig. Bei Adam und Eva ist keiner überflüssig. Warum? Weil sie nicht dasselbe tun, weil sie auch nicht für dasselbe bestimmt sind. Also nochmal, vitale Verschiedenheit ist eine produktive Position. Warum? Weil wir eine vitale Gemeinsamkeit damit schaffen. Und es tut nicht jeder dasselbe, gleichgültig, was der andere auch tut. Ja, nochmal, da ist immer einer überflüssig. Ja, dann kann man auch verzichten drauf. Sie tun Verschiedenes. So, und das sehen wir uns jetzt an. Der erste Gedanke, gleiche Würde der Personen, ist eigentlich ziemlich bekannt. Das mache ich mal kurz. Also der Würdecharakter, immer wieder wichtig, weil der Würdecharakter in anderen Traditionen nicht betont wird. Also das unterschätzen wir. Die unterschätzen, dass die biblische Tradition eigentlich die Würde des Menschen so formuliert, wie wir sie heute kennen. Das tun die Griechen nicht. Für die Griechen ist der Mensch nicht gleich. Bei Aristoteles sind die Handwerker definitiv, also Banausoi heißen sie sowieso schon im Griechischen. Naja, gut. Aber die Handwerker und die Männer der Polis und erst recht die Philosophen sind überhaupt nicht von gleicher Würde definiert. Und noch weniger die Frau. Ja? Also die Griechen haben das nicht. Es hat kaum eine Kultur. Sehr schwierig, kann man jetzt nicht vertiefen. Aber die gleiche Würde, und zwar nochmal unabhängig vom Geschlecht eben, warum, jetzt kommt die große Ebenbildtheorie. Zur Erinnerung bitte, im Koran ist der Mensch nicht Ebenbild. Wir haben überhaupt keine Tradition, in der der Mensch Ebenbild der Götter oder des Gottes ist. Mal nur kurz zur Erinnerung. Ja, wir kennen unsere eigene Tradition in ihrem Widerspruch gegen sehr viele Traditionen eigentlich nicht. Es gibt keine Tradition, die den Menschen als Ebenbild irgendwelcher göttlichen Funktionen sieht. Null. Also daher die gleiche Würde, das ist bekannt. Jetzt kommt der Sinn der Verschiedenheit. Das ist schon viel, viel wichtiger. Der Sinn der Verschiedenheit. Der Text unterstreicht, wie sinnvoll die Verschiedenheit der Geschlechter ist. Sie ist nicht ein unbedeutender physischer Aspekt. Ich zitiere, sie ist eine grundlegende Komponente der Persönlichkeit. Sie ist eine ihrer Weisen zu sein, sich zu äußern, mit den anderen in Kontakt zu treten, die menschliche Liebe zu empfinden, auszudrücken und zu leben. Hier trifft sich der Papst übrigens ungewollt, oder damals Kardinal, ungewollt mit dem Differenzfeminismus.
das sollte man mal gar nicht unterschätzen. Der ist mittlerweile verschollen, aber eine ganze große Tradition des sogenannten Differenzfeminismus hat genau noch mal unterschieden, dass der Sinn der beiden darin besteht, dass die beide tatsächlich Verschiedenes tun und in diesem Sinne einander zuarbeiten. Also da hätte er eigentlich eine Rückenstütze über verschiedene Theorien. Noch ein Satz, die Fähigkeit zu lieben, Abglanz und Bild Gottes, der die Liebe ist, äußert sich im bräutlichen Charakter des Leibes, in dem die Männlichkeit und Weiblichkeit der Person eingeschrieben ist. Das Stichwort bräutlich will ich jetzt nicht deuten. Es ist ausgesprochen wichtig. Es tut mir leid, aber das geht jetzt nicht. Bräutlicher Charakter des Leibes heißt auch übrigens, dass damit so etwas wie ein Nicht-Verheiratet-Sein ausgedrückt werden kann. Darin würde sich auch begründen, dass Mannsein völlig legitim ist, wenn dieser Mann keine Frau nimmt, aus einem Grund, nämlich eine Unmittelbarkeit der Liebe zu Gott und der Frau genau dasselbe. Also der bräutliche Charakter des Leibes muss ich leider wegmachen lassen. Das ist ein sehr, sehr schöner Artikel, sehr, sehr schöner Gedanke. Den finden Sie nochmal ganz großartig in der Theologie des Leibes. Der begründet eigentlich, warum eigentlich die Bräutlichkeit unseres Leibes. Ja? Der findet eine Erfüllung in dem Zueinander der Geschlechter, findet aber auch eine Erfüllung in der unmittelbaren Hingabe an Gott, nur angedeutet. Jetzt aber der Sinn der Verschiedenheit, was ist das spezifische Frausein, darüber werden wir uns, glaube ich, jetzt auch unterhalten. Nun kommt erstmal Paulus, Galater, es gilt nicht mehr Frau und Mann, nein, Mann und Frau. Ratzinger kommentiert, der Apostel erklärt hier nicht, dass die Unterscheidung von Mann und Frau hinfällig ist. Er sagt an anderer Stelle, dass sie zum Plan Gottes gehört. Er will vielmehr sagen, jetzt kommt es sehr schön, dass in Christus die Rivalität, die Feindschaft, die Gewalt, welche die Beziehung von Mann und Frau entstellt haben, überwunden werden können und überwunden wurden. In diesem Sinn wird die Unterscheidung von Mann und Frau mehr als je bekräftigt, und die biblische Offenbarung ist davon bis zum Ende begleitet. Das geht tatsächlich bis in die geheime Offenbarung. Und jetzt kommen Vorschläge für das gesellschaftliche Leben. Ich glaube, da können wir dann tatsächlich auch in die Diskussion kommen. Die erste Bestimmung, ich hebe mal deutlich die Frauenseite hervor, weil das ja die umstrittene ist. Unter den Grundwerten, die mit dem konkreten Leben der Frau verbunden sind, ist jener zu erwähnen. Jetzt kommt die Grundbestimmung. Die Frau hat eine Fähigkeit für den anderen. Erstmal nehmen, bevor man Einwände macht. Wir werden das noch differenzieren. Die Fähigkeit für den anderen. Die Frau bewahrt die tiefgründige Intuition, dass das Beste ihres Lebens darin besteht, sich für das Wohl des anderen einzusetzen, für sein Wachstum, für seinen Schutz. Diese Intuition ist mit der physischen Fähigkeit verbunden, Leben zu schenken. Die gelebte oder potenzielle Fähigkeit zur Mutterschaft ist eine Wirklichkeit, die die weibliche Persönlichkeit zutiefst prägt. Sie entfaltet in ihr den Sinn und die Ehrfurcht gegenüber dem Konkreten, das sich den Abstraktionen entgegenstellt. Schließlich besitzt die Frau in den aussichtslosesten Situationen eine einzigartige Fähigkeit, in Widerwärtigkeiten standzuhalten, in extremen Umständen das Leben noch möglich zu machen, einen festen Sinn für die Zukunft zu bewahren und durch Tränen an den Preis jedes Menschenlebens zu erinnern. Also die erste große Bestimmung, und Sie achten mal bitte drauf, dass das nicht einfach nur es ist die physische Fähigkeit, sie wird aber sofort personal übersetzt. Um das zu unterstreichen, kann man hier auch andere Stimmen zitieren, nicht nur Edith Stein. Edith Stein hat diese Existenz auch sehr schön in ihren Arbeiten fast parallel herausgearbeitet. Sie selber, die gar nicht Mutter war. Ja, aber die Fähigkeit, sich in anderes Leben einzudenken, wir nennen das heute mit einem sehr wichtigen Wort Proexistenz.
Die Frau hat ihre Existenz, aber sie führt auch eine Pro-Existenz. Ein sehr großer Ausdruck. Eine Haltung für. In diesem Sinne, der Papst weiter, es ist nicht richtig, die Frau nur unter dem Aspekt biologischer Fortpflanzung zu sehen. So, jetzt macht er das auf. Was ist Pro-Existenz? Ja? Also auch wirklich, jetzt ist die Frage, was heißt dieses für den anderen sein? Die biologische Fruchtbarkeit wird oft mit vitalistischen Ausdrücken verherrlicht, schreibt er, das ist heute nicht mehr der Fall. Aber die christliche Berufung zur Jungfräulichkeit hat auch in dieser Hinsicht größte Bedeutung. Frauen sind nicht in ein bloß biologisches Schicksal einzuschließen. Jungfräulichkeit wird durch die leibliche Mutterschaft daran erinnert, dass immer die konkrete Selbsthingabe an den anderen dazugehört. Um anderen wirklich das Leben zu schenken, darf man sich nicht mit der physischen Zeugung begnügen. Das bedeutet, dass es Formen der vollen Verwirklichung der Mutterschaft auch dort geben kann, wo keine physische Zeugung erfolgt. Also nochmal, das Entscheidende bitte, das ist die Freisetzung und das ist jetzt eine Wesensdefinition. Frauen sind über Pro-Existenz zu lesen. Sie sind ein wohlmeinendes Publikum, nehme ich an. Da hängt schon wieder die Frage drin, ja, was ist dann die eigene Existenz? Ja? Aber wir halten das jetzt mal fest. Also das Existieren im Sinne einer Pro-Existenz wird hier eben über die Fähigkeit des Leiblichen, aber dann eben alle Kräfte erfassend, also sowohl die seelische, letztlich übrigens sogar die geistige Qualität. Das kann ich jetzt nicht ausführen, wenn man da tiefer geht, dann muss man Edith Stein lesen. Das ist das, was er schreibt, der Genius der Frau, der Genius der Frau. Also Dasein für. Und gesellschaftlich, ich muss sehen, dass ich zu Ende komme. Gesellschaftlich heißt das noch, jetzt, das ist jetzt sehr gut. Da kann man ihn auch soziologisch mal aufgreifen. Bei der Frau überschneiden sich zwei Tätigkeiten wie beim Mann, Familie und Arbeit. Beide sind dadurch gekennzeichnet. Aber bei der Frau nimmt es andere Merkmale an. Deshalb, jetzt kommt ein gesellschaftlicher Vorschlag, stellt sich die Aufgabe Gesetzgebung und Organisation von Arbeit mit Anforderungen innerhalb der Familie zu harmonisieren. Also berufliche Arbeit primär harmonisieren mit den Aufgaben innerhalb der Familie. Es geht nicht nur um eine rechtliche, wirtschaftliche, organisatorische Frage, jetzt schön um eine Frage der Mentalität, der Kultur, der Achtung. Eine gerechte Wertschätzung der Arbeit, die die Frau in der Familie leistet. So, konkreter Vorschlag, könnten die Frauen, die es freiwillig wünschen, ihre ganze Zeit der häuslichen Arbeit widmen, ohne sozial gebrandmarkt und wirtschaftlich bestraft zu werden. Das werden sie bis heute. Bis heute. Eine Frau, die nur ihre Kinder erzieht, kriegt zu wenig Rente, um zu leben. Also nochmal, Frauen dürfen nicht sozial gebrandmarkt, wirtschaftlich bestraft werden, wenn sie ihre Zeit der häuslichen Arbeit widmen. Andere Arbeit, die andere Tätigkeiten verrichten wollen in der Öffentlichkeit, könnten dies in einem angepassten Arbeitsrhythmus tun, ohne die Alternative, Familienleben aufzugeben oder einer ständigen Stresssituation ausgesetzt zu sein, die weder dem persönlichen Gleichgewicht noch der Harmonie in der Familie förderlich ist. Ja? Also in diesem Sinne wäre das wieder Teilzeitarbeit, das wird ja auch geübt. Trotzdem geht der Vorschlag eigentlich weiter, nämlich die Frage, ob nicht Frauen in diesem Sinne ihre eigene Arbeitszeit nicht sofort ansetzen müssen, solange sie Kinder haben. Also zunächst mal die Entscheidung für die Kinder als eine Priore und daraufhin dann auch eine Frage nach der Arbeit oder Arbeitszeit außerhalb der Familie. Also es sind jetzt sehr konkrete Dinge, die können Sie nochmal nachlesen, bis heute nicht wirklich eingelöst. Ja, ich sehe, ich komme jetzt auch zu Ende. Ich will jetzt noch etwas sagen. Und zwar gerade noch mal zum Thema Pro-Existenz. Jetzt kann man sagen, es ist schön aufgeteilt, der Mann existiert, die Frau pro-existiert. Da liegt ja genau noch mal der Schuss. Ja? Da ist ja genau noch diese, das ist auch in der Tat kritisierbar. Und jetzt kommt, aber da muss man jetzt eine Feinunterscheidung einziehen. Das ist Paragraph 14 in diesem Schreiben. Es ist dennoch daran zu erinnern, dass die erwähnten fraulichen Werte vor allem menschliche Werte sind. Jetzt heißt es jetzt nicht, jetzt bügelt das wieder alles ein, sondern es bleibt eine Unterscheidung und bleibt auch eine Priorität. Hören Sie genau zu.
Die menschliche Verfassung des Mannes als auch der Frau als Abbild Gottes ist nämlich eine und unteilbar, aber, das ist sehr schön, ein Kompliment an die Frauen. Die Frauen stimmen spontaner mit den genannten Werten überein. Sie können ein Aufruf und ein bevorzugtes Zeichen für diese Werte sein. Also dieses Denken für andere, das Sorgen für andere. Nochmal, das ist, das ist ein interessanter Punkt, für die Frauen unmittelbarer zu vollziehen. Also in gewissem Sinne instinktiver, ohne Barrieren. Also die Frauen sind in diesem Sinne begabter. Also ich will das gleich nochmal durch eine Theorie unterstreichen, die auch aus dem US-Feminismus kommt. Frauen können also Care anstelle von Cure. Cure heißt operieren und Medikamente geben und heilen, ja. Und Care heißt eine umfassende Sorge. Das ist natürlich jetzt auch verstehen Sie, man kommt immer in solche Polaritäten. Aber von der Tendenz her, Frauen haben die Fähigkeit Care, Sorgen für, ja. Cure ist sehr viel direkter, sehr viel wahrscheinlich auch schneller, damit schneller fertig, ja. Aber in diesem Sinne haben beide dieselbe Qualität, sich einem anderen zuzuwenden. Aber bei der Frau hat es einen Charakter des Naturhaften, also das im Grunde genommen von ihrer Vorgabe her mitbestimmten. So. Man könnte sagen, Eva ist in diesem Sinne, ja, das klingt jetzt auch feministisch, zweitgeschaffen. Natürlich noch ein Entwurf, der Gott sehr unmittelbar entspricht. Ja. Also sie bildet von ihm diese Unmittelbarkeit der Zuwendung ab. So. Deswegen sind Frauen ein Aufruf, ein bevorzugtes Zeichen für diese Zuwendung. Letztlich, jetzt haben wir nochmal dieselbe Positionierung, jeder Mensch, ob Mann oder Frau, dafür bestimmt, für den anderen da zu sein. Das unterstreicht er dann auch christologisch. Aber was man Fraulichkeit nennt, ist mehr als ein bloßes Attribut des weiblichen Geschlechtes. Er beschreibt nämlich die grundlegende Fähigkeit des Menschen, für den anderen und dank des anderen zu leben. Ist das jetzt verstanden? Also wir haben nicht nur Existenz und Proexistenz und die beiden schön geschieden. Die gehören auch zusammen. Aber was das Thema Frau hier bei Ratzinger ausmacht, die Unmittelbarkeit, die viel weniger durch Rationalität gebremste Möglichkeit des Erbarmens, übrigens, wirklich to care. Das ist etwas, was ihm das Kennzeichen scheint. Der Mann hat das auch zu tun, ja, aber durch mehr Hinderungen durch. In diesem Sinne hat die Frau die stärkere Unmittelbarkeit. Nicht überhaupt, aber stärker. Ich ende, leider. Ich will Ihnen noch, den letzten Satz will ich doch noch sagen. Warten Sie mal. Ach, sind so schöne Dinge, aber das kann ich jetzt nicht mehr sagen. Aber wir können gleich diskutieren, damit wir nicht zu spät, ja, es ist 11 Uhr. Doch, das lese ich noch, das ist aber ein Satz. Christentum scheint unter der Herrschaft einseitiger Ideologien der Verlierer heute. Und von daher steckt die Versuchung aufzugeben, so wie Israel in der Wüste murrte. Und Ratzinger im früheren Schreiben sagt, Kirche ist heute in einer ganz neuen Weise in die Zeit der Wüste hineingeschickt. Sie hat so viele Behausungen und Sicherungen verloren. Nichts von dem, was sie zu tragen schien, hält mehr. Auch an sie drängen sich die Halluzinationen der Wüste, ihre Versuchungen heran. Auch ihr legt sich nahe, da der ferne Gott so angreifbar geworden ist, es mit dem näheren Gott zu versuchen. Die Weltlichkeit selbst als Christlichkeit zu erklären. Das Aufgehen in der Welt als den wahren Dienst Jesu Christi auszulegen. Diesen Halluzinationen der Wüste gilt es zu widerstehen. So, schöner Satz. Gut.